C-Crowds. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum nächsten Tutorial-Video unserer Tutorial-Reihe rund um World of Warships. Wir sind jetzt hier im Wargaming Center, was die neue Oberfläche ist, die ihr jetzt gerade installiert habt. Hier findet ihr eigentlich alles rund um World of Warships, dann auch World of Warplanes, also weitere Titel von Wargaming. Wir werden uns jetzt hier so ein bisschen durcharbeiten. Ich möchte euch erklären, was ihr wo findet. Fangen wir hier oben an. Alle Spiele. Ihr werdet aktuell wahrscheinlich nur World of Warships installiert haben, so könnt ihr hier dann auch noch weitere Spiele installieren. Einfach den Titel auswählen, den Pfad auswählen, installieren klicken und fertig ist der Lack. Das ist ganz einfach eigentlich selbsterklärend. So, hier könnt ihr dann weitere Spiele importieren, für den Fall, dass der Prozess, was ihr schon installiert habt von Wargame, nicht gefunden hat. Und ihr könnt auch nach ID installieren. Das ist eine Möglichkeit, da könnt ihr dann auf der Wargaming-Seite oder World of Warships-Seite bekommt ihr manchmal IDs, die könnt ihr dann da einfügen und dann wird das Spiel ebenfalls installiert. Zurück auf dem World of Warships Reiter könnt ihr hier oben die Spielinstanzen auswählen. Was ist eine Spielinstanz? Ihr könnt ein Spiel 3-4 Mal installiert haben und überall verschiedene Einstellungen eingestellt haben. Das werden die meisten von euch eh nicht machen, aber der Vollständigkeit halber sei es erklärt. Hier ist jetzt zum Beispiel bei mir der World of Warships Europa Live Server ausgewählt. Ihr könnt zum Beispiel auch noch eine Spielinstanz für Amerika oder für Asien einstellen, aber gut. Das ist nice to know. Dann gibt es hier noch ein World of Warships Public Test Server, auf dem der ist ab und zu zeitlich begrenzt verfügbar. Da werden zukünftige Features vorgestellt zum Testen, sodass andere Spieler auch nochmal eine Rückmeldung an Wargaming geben können und auch Wargaming testet, ob ihre Mechaniken vernünftig funktionieren. So, wir bleiben aber auf der Live-Server-Instanz Europa und können dann hier die Spieleinstellungen schon im Vorhinein festlegen, bevor wir überhaupt ins Spiel gehen. Ja, Client-Typ Ultra oder Hoch, das ist einfach, wie groß sind die Dateien dahinter, wie klar ist der Klang zum Beispiel, ja, wie viele Effekte sind da drin. Also wenn ihr einen vernünftigen Rechner habt, ist Ultra meine Empfehlung an euch, das macht auf jeden Fall nochmal einen Ticken mehr her. Spielsprache ist natürlich Deutsch und dann kann man hier zum Beispiel überprüfen, reparieren. Ist irgendwas mit eurem Account nicht in Ordnung, also mit eurem Spiel, mit eurem Client, da wurde irgendwas versehentlich deinstalliert von irgendeinem Wartungsprogramm, da gibt es ja x beliebige, dann kann man hier überprüfen und reparieren. Die neue Version wird dann jeweils runtergeladen, man muss nicht den ganzen Client neu installieren, sondern eben nur die Datei, die beschädigt ist. Hier könnt ihr das Spiel auch deinstallieren. Solltet ihr während des Installationsprozesses vergessen haben, das Spiel zur Firewall-Ausnahme hinzuzufügen, könnt ihr das hier nachholen und ihr könnt auch hier weitere Instanzen des Spiels nochmal installieren. Also das ist wirklich x-fach teilweise vorhanden, je nachdem, wie man dann eben vorgeht. Hier oben fügen sich dann die weiteren Reiter hinzu, wenn ihr weitere Spiele installiert habt. Nützliche Links. Da gibt es eine Spielanleitung, da gibt es einen Weg zum Kundendienst, da gibt es das World of Warships Portal, da landet ihr direkt auf der World of Warships Homepage, wo wir gleich im ersten Video schon da waren. Dann gibt es den Endbenutzer-Lizenzvertrag natürlich, Dienstleistungsbedingungen, alles rechtliche Sachen. Ihr könnt ihren Job bei Wargaming euch drauf bewerben, wenn ihr in dieser Richtung schon aktiv seid. Ihr findet alle Social Media Links, also guckt einfach mal rein, wenn ihr Bock und Interesse habt, euch da weiter einzufuchsen. So, und dann geht es auf der ganz linken Seite weiter, Wargaming Center Anwendungsmenü. Und da könnt ihr hier bei Über eure Version feststellen, die steht dann hier. Ihr könnt das wargaming.net aufrufen, da kommt ihr auf eine Homepage, wo ihr dann eure direkt auf das Spiel eurer Wahl klicken könnt, um dann auf die Seite zu kommen. Das ist nur nice to know. Dann kann man hier auch das Wiki aufrufen und das zum Beispiel ist sehr, sehr interessant für alle angehenden Pro-Gamer, die gerne dieses Spiel noch intensiver betreiben möchten. Die wählen hier ihr Spiel aus, also World of Warships. Hier ist jetzt die deutsche Version, die ständig weiter übersetzt wird. Und dann gibt es wirklich alle Spielmechaniken hier schon erklärt. Viele Spielmechaniken sind sehr, sehr komplex, also brauchen dann auch eine entsprechend lange Erklärung. Alle Nationen, alle Klassen und so weiter. Und so weiter. Findet man auch die Serverversion. Hier sieht er dann auch nachher, wenn das Ding mal fertig gelandet ist, wie viele Spieler gerade online auf den Servern unterwegs sind. Ja, der Spieler-Support, Bericht erstellen. Das heißt, wenn euch zum Beispiel der technische Support auffordert, dass ihr einen umfassenden Bericht eures Systems mal schicken sollt, weil ihr irgendeinen Fehler habt, dann klickt ihr einfach darauf, gebt den Pfad an und klickt OK. Und dann könnt ihr da dann auch entsprechend loslegen und euren Bericht erstellen lassen in einer
in einem Ordner. Und dann gibt es hier den zweiten Reiter, das ist so eine Art Logbuch. Hier könnt ihr genau sehen, wann hat Wargaming Center was gemacht hat. Ihr seht, dass hier ein Update-Prozess begonnen wurde zum Beispiel. Da findet ihr auch alle anderen Hinweise, wenn irgendwas installiert wurde, etwas aktualisiert wurde, etc. pp. Ihr seht es hier, also es geht bei mir schon bis März zurück, von daher, das ist nun mal nice to know. Wenn etwas in der Download-Warteschlange bei Wargaming ist oder bei dem Wargaming Center ist, dann seht ihr das in dem dritten Punkt. Ja, hier sind keine aktiven Prozesse, die irgendwas darunter laden. Aber wenn ihr dann, wenn ihr irgendwas vorladet, also das neue Update zum Beispiel, das könnt ihr nämlich hier auch einstellen, gehen wir gleich drauf ein. Seht ihr das hier, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die im Hintergrund einfach runtergeladen werden, könnt ihr alles hier sehen, wenn ihr aktive Prozesse habt. Und dann gibt es den vierten Punkt, nämlich Einstellungen. Und da ist es dann schon wieder ein bisschen komplexer, also minimal komplexer. Ihr wählt hier die Interface-Sprache, ihr könnt hier den Haken setzen, Game Center beim Hochfahren des Rechners starten. Kann ich euch nur empfehlen, wo ihr dann nämlich zum Beispiel schon gewisse Updates vorladen im Hintergrund könnt und müsst an dem Update-Tag, an dem Patch-Tag eben nicht, das sind teilweise 2 GB oder 1,5 bis 2 GB, die ihr da runterladen müsst. Wenn ihr schon was vorgeladen habt davon, geht das alles ein bisschen schneller. Oder ist schon eben vorhanden, das wird dann nur noch aktiviert. Und dann gibt es hier Updates. Das ist ein Kernpunkt des Wargaming Centers. Ihr könnt hier den Haken bei Auslassung während der Installation verringern. Ja, also dann wird der ganze Prozess nochmal verlangsamt. Weniger Kerne werden beansprucht, weniger Arbeitsspeicher. Dann könnt ihr ein bisschen flüssiger spielen, wenn ihr zum Beispiel ein schwaches System habt. Installierte Spiele automatisch aktualisieren, ist ein Haken drin, würde ich euch empfehlen. Und lade kommende Updates herunter. Hier könnt ihr die Downloadgeschwindigkeit begrenzen. Und für kommende Updates, für aktuelle Updates, die wichtig sind für einen aktiven Klienten, der gerade auf dem Server ist, würde ich das unbegrenzt belassen. Das ist wichtig. Und eine Upload, da könnt ihr die Community teilhaben lassen, dass ihr selber auch Daten hochladet. In meinem Fall, ich bin Streamer, ich brauche meine Bandbreite in der Regel, habe ich hier 50 Kilobyte eingestellt, um mich zumindest in einer Community trotzdem mit zu beteiligen. Und bei Verbindung könnt ihr eben den Port eintragen, den ihr freigeben möchtet. Standardmäßig ist das 6881. Wenn ihr das verändern wollt, dann müsst ihr das auch in einer Fritzbox zum Beispiel an eurem Router dementsprechend dann eben auch einstellen. So, und jetzt sind wir eigentlich einmal komplett durch dieses Wargaming Center durchgegangen, bis auf diesen Bereich hier unten. Hier unten seht ihr die Version des Spiels, die ihr aktuell installiert habt. Hier könnt ihr einmal mit den Standardeinstellungen starten, da wird alles zurückgesetzt auf die ursprünglichen Einstellungen, die das Spiel mal hatte, als es installiert wurde. Hier ist es ein abgesicherter Modus, wenn ihr zum Beispiel einen Mod installiert habt dann, und irgendwann nicht mehr funktioniert, dann könnt ihr das Spiel hier im abgesicherten Modus starten. Außerdem, und das habe ich eben schon fast vergessen auf der linken Seite, gibt es hier noch den Button, wo ihr euch einloggen könnt. Einmal einloggen und ihr könnt alle Spiele ohne weitere Logins einfach starten. Von daher auch eine ganz klare Empfehlung. Loggt euch im Wargaming Center ein und danach klickt ihr einfach auf Spielen, egal welches Spiel. Ihr müsst euch nicht nochmal einloggen und wenn ihr das Wargaming Center jedes Mal mitstartet, ist nie mehr ein Login nötig, um das Spiel dann auch gleich zu nutzen. Sonst seht ihr hier schon in der Mitte eine Übersicht der ganzen Nachrichten rund um das Spiel. Natürlich geht es hier auch um Dublonen, ein bisschen was verkaufen will Wargaming ja auch. Aber ihr findet halt auch immer alle Nachrichten, die es auf der Homepage gerade gibt. Müsst ihr die nur ganz schnell anklicken, ohne die Seite aufzurufen. So, und ich hoffe, dass dieses Video für euch wieder informativ war, dass ihr jetzt wieder einen Schritt schlauer seid. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns jetzt im nächsten Tutorial-Video, wenn es dann darum geht, wie starte ich das Spiel? Wie sind die ersten Schritte, wenn ich ins Spiel gehe? Und wo finde ich dort etwas? Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Secrets-Team, euer Maracha. Haut rein. Ciao, ciao. Secrets.